Tahuti, wen haben wir in der Leitung? Ja, hallo Tahuti, hier ist Elke. Hallo Elke, jetzt habe ich ein Rauschen im Ohr. Ich hoffe, du hast den Fernsehton weg. Ja, ja, ist gut. Weg. Prima, was kann ich für dich tun? Tahuti, es ist Folgendes. Mhm. Vor circa 6 Jahren ist mein Freund damals tödlich verunglückt. Okay. Seit dieser Zeit habe ich bis heute, wobei das ist weniger geworden, immer das Gefühl, dass ich nicht allein bin. Dieses Gefühl hat mir nie Angst gemacht, zu keiner Zeit. Mhm. Aber ich würde gern wissen, ob ich mir das einbilde oder ob da tatsächlich etwas ist, was ich wahrnehme. Also sei es zum Beispiel, ich stehe beim Abwaschen, habe plötzlich das Gefühl, es steht jemand hinter mir oder sitzt jemand auf dem Sofa neben mir. Das ist manches korrekt. Mal habe ich, liege ich im Bett und habe das Gefühl, es streicht mir jemand über den Kopf. Stopp, oder so. Stopp, stopp, stopp. Du brauchst mir die Situation nicht erklären. Okay. Ich gebe dir recht. Ja? Es ist so, dass der Geist noch nicht realisiert hat, dass er nicht mehr hier ist. Mhm. Der glaubt immer noch, dass er mit dir zusammenlebt. Also verstehst du? Ist das mein verstorbener Freund? Ja. Ja? Ich dachte schon, vielleicht irgendwas mit Engelkontakten oder irgend sowas. Nein. Ich konnte mir das nie erklären, was Nein. genau das ist. Es ist Folgendes. Er hat noch nicht kapiert, der Geist, mhm. dass er nicht mehr im Hier und Jetzt ist. Kennst du diesen Film, da gibt es doch diesen Film mit der Nicole Kidman in diesem Haus, wo die mit ihren Kindern lebt und mit ja. ihren Bediensteten. Ja, gesehen habe ich nie, aber ich weiß, welchen du meinst. Ja, mhm. das ist auch so eine Situation und jeder, der in dieses Haus einzieht, wird von ihr als Fremdbesetzung gekennzeichnet, weil sie nicht merkt, dass sie tot ist. Mhm. Ja, auch diese mhm. Familie merkt nicht, dass sie tot ist. Also das ist wirklich so, dieses Leben, die sind alle tot und da treffen sich die ganzen Toten und leben ein ganz normales Leben. Und erst am Schluss des Filmes merkst du, dass sie ja gar nicht mehr am Leben sind. Ja? Mhm. Ja, aber das ist 6 Jahre her. Ja, und? Weißt du, die geistige Zeit, die Lichtgeschwindigkeit, mhm. ja? In der geistigen Ebene herrscht eine andere Zeitspanne wie im Hier und Jetzt. Du darfst nicht von unserer Zeitrechnung ausgehen. Mhm. Dort gibt es keine Zeit. Ja. Ja? Wird das denn immer so bleiben? Oder? Nein, wichtig wäre, dass du jemanden findest, wo ihn wegschickt. Wo ihm klar macht, dass er nicht mehr hier ist. Ja. Aber er ist ja auch nur deswegen bei dir, weil du ihn ja auch noch festhältst. Das mag sein, ja. Ja? Das kann sein. Mhm. So, das heißt, also du brauchst dringend jemanden, der dir dabei hilft. Kannst du mir jemanden empfehlen? Schamane. Schamanismus. Mhm. Ja? Okay. Alles klar, dann werde ich mal sehen. Also du könntest mir jetzt nicht einen Namen nennen? Ich möchte keine Rituale jetzt bei Nacht hier breitgeben, ja, ja, die man selber macht. Ja? Ja. Möchte ich nicht in einer Fernsehsendung machen. Mhm. Es gibt schon eine Möglichkeit, die du selber versuchen kannst, aber das möchte ich jetzt hier definitiv nicht anbringen. In Ordnung. Gut. Ja? Alles klar. Weil sonst meint nämlich jeder, er kann das zu Hause ausprobieren und es wäre nicht gut. Ja, okay. Es gibt eine gewisse Form von Reinigung, mhm. ja, aber da muss man halt dann unter 4 Augen sprechen. Ja, in Ordnung. Okay? Alles klar, Tauti. Ich bedanke mich vielmals. Ich danke dir. Bis Dankeschön. Dann. Tschüss. Tschüss.